Kommen wir also zu dem Thema seltene Erkrankungen. Herr Professor Hoffmann wird das Thema vorstellen. Er ist Facharzt für Kinderheilkunde. Er hat in Kalifornien, in Göttingen und in Heidelberg studiert und war dann von 1994 bis 1999 Leiter einer Kinderklinik, der Universitätskinderklinik in Marburg. Und 1999 haben wir dann gesagt, den brauchen wir eigentlich hier. Und zwar deshalb, weil er einer der wenigen echten Experten auf dem Gebiet der Stoffwechselerkrankungen, der kindlichen Stoffwechselerkrankungen sind. Und er hat ja aus diesem Fachgebiet heraus das Neugeborenen-Screening aufgebaut. Das heißt, sehr viele Diagnosen können heute, Stoffwechselerkrankungen können heute bei Neugeborenen schon diagnostiziert werden und so behandelt werden, dass diese Kinder recht gut leben können. Und das geht wirklich auf die Forschungsarbeiten von Herrn Hoffmann zurück. Es gibt 8000 seltene Erkrankungen. Ich bin mal gespannt, wie viele von den 8000 er uns heute erzählen wird. Seltene Erkrankung heißt, weniger als 5 pro 10.000 Einwohner haben so eine Erkrankung. Herr Hoffmann, wie kriegen Sie in 10 Minuten 8000 Erkrankungen erklärt? Ich glaube, jetzt fragen sich vielleicht einige, ob wir hier richtig sind, weil das klingt sehr esoterisch. Ich bin aber auch froh, dass nach einigen Jahrzehnten Arbeit, und so war das auch früher, da gab es also, oder war es auch angesehen, die Arbeiten, die ich eben schon lange mache, dass man sagt, das sind so seltene Kolibris, die Engländer sagten Butterflies, die da gesammelt werden. Und das ist zwar schlimm im Einzelfall, aber nicht wichtig für die Gesamtheit. Das hat sich sehr entwickelt. Ich freue mich nicht über Krankheiten, aber ich bin stolz und froh, dass wir viele Krankheiten inzwischen erkennen können, müssen. Aber das ist ein Fortschritt als seltene Erkrankung. Und das ist auch ein Thema, was für Sie übergreifend interessant sein wird, hoffe ich, was sich sehr verändert hat in den Jahren. Und das sind die übergeordneten Themen, warum es überhaupt Zentren für seltene Krankheiten gibt. Und es wird auch keinen Facharzt für seltene Erkrankungen geben, aber es braucht die Expertise, die Vernetzung, und anders als eben vor 20, 30 Jahren gab es irgendwo für sehr seltene Unterkrankheiten einen Professor, der hat dann auch mal 20 oder 30 betreut. Wir reden inzwischen von, können sehen, eben die Definition, die Herr Adler angesprochen hat, und die definiert dann auch die Notwendigkeiten, warum jetzt solche Zentren gebildet werden müssen. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Frau Gürkan. Das brauchen wir jetzt, das brauchten wir vor 10, 15 Jahren noch nicht. Wir leisten dort Erhebliches, was ich darstellen kann, und wir brauchen auch die Infrastruktur dafür, die bisher noch nicht bereitgestellt wird. Eine wichtige Zahl ist jetzt nicht die 8000 Krankheiten, und ich weiß gar nicht, auf wie viele wir kommen würden. Selbst im Klinikum, wenn wir alle unsere Experten zusammennehmen würden, wir, glaube ich, zumindest innerhalb eines Tages mit einer Ratewahrscheinlichkeit nicht auf alle 8000 kommen, aber auf sehr viele. Aber in Deutschland sind kumulativ alleine 4 Millionen Menschen betroffen. Das heißt, ich bin mir sicher, wenn wir fertig sind oder spätestens in der Diskussion, wird jeder, vielleicht sogar in der Familie, aber im engeren Bekanntenkreis jemanden haben, der damit reingehört. Das muss nicht unbedingt einer mit einer seltenen Stoffwechselerkrankung sein, die ist irgendwie 1 auf 100, also nur jeder Hundertste hat eine von meinen Krankheiten. Aber dann gibt es andere Sachen, wie Sie gleich noch sehen werden. Und was wirklich da das Problem ist, warum wir die Struktur brauchen, ist, dass diese Patienten bisher, wir haben diese Diagnosen erst in den letzten Jahren im großen Teil erarbeitet, es gab nur vorher eben sehr wenige solche Krankheiten. Und die Patienten, die jetzt in dieser Situation ja da sind, wo wir auch wissen, dass es 4 Millionen sind, erleben leider im Durchschnitt bisher eine Zeit von 10 Jahren, bevor die Diagnose gestellt ist. Und das sind schwere Krankheiten, die das Leben bestimmen. Im Idealfall, werde ich Ihnen auch zeigen, haben wir sogar Therapien. Die haben wir aber nur, wenn wir sofort eingreifen können. Da komme ich dann mit meinem Neugeborenen-Screening. Das wird nicht für alle gelten. Aber das ist natürlich eine ganz schreckliche Problematik. Und die liegt an der Struktur, dass es so selten ist. Nicht? Also kaum eine Praxis hat 2000 Scheine. Also die meisten Fachärzte würden selbst als Fachärzten nur einmal einen Patienten sehen, dann 10 Jahre nicht, vielleicht auch nie. Wir brauchen also ganz andere Strukturen, als dass man zu seinem Arzt geht und der schickt vielleicht noch zu einem Facharzt und dann hat man es. Es gibt eben diese Experten, die sind wenige, die sich natürlich vernetzen,
auch eine weitere Problematik, wo wir jetzt erfolgreiche Therapien haben. Es ist nicht, also wir sprechen auch von Blockbustern, nicht nur im Kino, sondern auch bei den Arzneimitteln. Nicht? Da können Sie auch hören, Riesenumsätze beim neuen Herzmittel. Das ist für eine Krankheit, die vielleicht 500 oder 1000 Mal in Deutschland vorkommt, eine andere Struktur. Da wird man als Arzneimittelfirma, hat man andere Probleme. Die Arzneimittelindustrie kümmert sich inzwischen dran, aber wir brauchen extra Gesetze dafür. Gut, ja, das zeige ich doch mal. Das ist mein Screening. Das sind zwei Brüder. Der eine ist halt gefunden worden und der andere ist mit dieser Stoffwechselerkrankung, die heißt Phenylketonurie, und das hat natürlich seine Väter und hat auch ein bisschen darum Heidelberger Tradition. Ich bin hier auf eine Umgebung gestoßen, das ist die Stoffwechselklinik. Hier sitzt noch ein alter Professor, wenn ich so sagen darf, Professor Feist, der hat am Morbus Wilson in Deutschland im Grunde bekannt gemacht. Und mein Vorvorgänger, Professor Bickel, hat als erster in der Welt eine dieser Stoffwechselerkrankungen, genetischen Krankheiten, behandeln können und kam aber auf die Situation, dass wenn man einen Menschen eben in einem fortgeschrittenen Stadium nach einigen Jahren mit einem schweren Hirnschaden aufgrund dieser Stoffwechselerkrankung auch identifiziert, dass die Behandlung nur noch marginal, also keine wesentliche Verbesserung. Sie kann die Krankheit stoppen, aber keine wesentliche Verbesserung. Und da kam die Idee, alle Neugeborenen zu testen. Hier hat man gerade den Bruder getestet, das war noch wahrscheinlicher, weil das eine Erbkrankheit ist. Aber inzwischen testen wir seit 40 Jahren auch auf Entwicklung. Das fing in Heidelberg an, da war ich ja schon geboren, aber eben und so alt, um getestet zu werden, aber wurde in Heidelberg begründet. Alle Kinder, die geboren werden, also alle, die hier selber noch als Eltern, Großeltern sind, und das haben wir hier auch eben federführend weiterentwickelt, dass wir diese besondere Untergruppe von Krankheiten, wo man wirklich ideal, das sind junge Menschen, sie haben auch oben die Selbsthilfegruppe Phenylketonurie, wir haben da Ärzte dabei, Krankenschwestern, alles Mögliche. Also wer chronische Krankheiten hat, neigt vielleicht dazu, auch in Medizinberufe zu gehen. Also eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Eine kurze Sache, die wir um die Jahrtausendwende hingekriegt haben, das ist jetzt ein Bild aus 95. Da haben wir ganz viele von diesen Patienten zusammen und auch in solchen Kleidern, weil das ist zwar deutsche Abstammung, die sprachen auch Deutsch, als ich da hinkam. Das hieß die Zerebralparese der Amish. Die haben auch irgendwann mal in Heidelberg gelebt im 17. Jahrhundert. Und die kriegen alle eine, oder nicht alle, aber die diese Krankheit haben, und das ist in dieser Gesellschaft sehr, sehr viele, durch die Vererblichkeit der Konsanguinität. Und da stellte sich heraus, diese schwerste Nervenkrankheit, ein schwerster Hirnschaden. Ich frage nicht, ob jemand mich noch erkennt. Aber was wir festgestellt haben, war damals eben, dass eben 90% der Betroffenen eben erkrankten und dann aufgrund dieser schweren neurologischen Erkrankung sogar frühzeitig verstarben. Es ist leider so, das Intellekt ist sogar erhalten bei der Krankheit, aber jemand, der nicht schlucken kann, nicht sprechen kann, verschluckt sich beim Essen. Und leider ist das etwas, was auch heute noch so eine schwerste neurologische Krankheit oft lebenslimitierend ist. Und dann haben wir eine entsprechende Ernährungsbehandlung angefangen, wie der Professor Bickel, und haben festgestellt, im Rahmen erstmal des Behandelns von Geschwistern, die noch nicht symptomatisch erkrankt war, ein Überleben von 100%, und in unterschiedlichen Gruppen im Neugeborenen-Screening ist das dann auch von uns als Pilotprojekt durchgeführt worden. Seit 2004 ist ganz Deutschland gescreent, eben Heidelberg, also Baden-Württemberg und Bayern schon seit 99. Und damit beschäftigen wir uns im Stoffwechselzentrum, wobei wir da auch die große Glück hatten, dass die Dietmar-Hopp-Stiftung das immer gefördert hat. Wir haben eben gehört, wie schwierig es ist, Medizin in diesem Bereich als Medizin zu entwickeln und durchzuführen im Sinne der Patienten. Die Forschung ist auch oft in schwierigen Situationen der Finanzierung, die ist auch nicht so gestiegen, oder es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Und gerade so Langzeitforschung, das sind jetzt Kinder also es ist auch schon 7 Jahre her, die sind alle gesund geblieben, das ist ein Glück, dass die Krankheit können wir behandeln. Eine ganze Reihe von Krankheiten können wir aber jetzt nicht, dass Sie denken, alle 8000 Krankheiten können wir behandeln. So weit sind wir leider nicht. Aber wir können bei allen 8000 Krankheiten eine Diagnose stellen. Und Sie werden dann Gruppen hören, dass es nicht nur seltene Erkrankungen in der Kindermedizin gibt.
sondern dass es eben die auch woanders gibt und dass da unterschiedliche Ansätze sind. Das Problem, dass man sich vernetzt, dass man die Diagnose findet, dass die chronisch sind, dass man die Patienten abgestuft betreuen muss, haben wir dann aber alle. Und darum haben wir in den Universitätsklinika eben relativ noch nicht lange her, wir waren eine der ersten in Heidelberg, Zentren entwickelt. Unsere ehemalige First Lady hat und setzt sich immer noch sehr, sehr für diese seltenen Erkrankungen ein. Das ist ihr Werk, wie Sie vielleicht auch teilweise wissen, nicht nur in Heidelberg, sondern in ganz Deutschland. Und gut, das ist unser Zentrum für Seltenerkrankungen. Wir haben jetzt 14 Unterzentren. Eben, wir können da nicht die 8000 mit abbilden, aber wir haben natürlich geguckt, wo existiert schon sowas. Teilweise wussten wir, ich habe dann, muss ich gestehen, zum ersten Mal erst im Rahmen dieser Arbeit festgestellt, dass wir ein Zentrum für seltene Lungenkrankheiten in der Thoraxklinik haben. Jetzt ist das auch ein bisschen auf der anderen Seite des Neckars. Aber da ist ein hervorragendes Zentrum für seltene Lungenkrankheiten. Und inzwischen sind wir eben 14. Die Amyloidose und die seltenen Herzerkrankungen werden Ihnen als Beispiele gleich nahegebracht nochmal oder exemplarisch. Ich habe ja heimlich schon meine Stoffwechselerkrankungen reingeführt. Und das sind die Heidelberger Spezialitäten. Natürlich wird jeder, behaupte ich mal, mit jeder dieser 8000 Krankheiten, die ich gar nicht alle kenne, hier gut behandelt. Aber manchmal ist es eben eine Frage des Wissens. Und genauso wie man eben, sagen wir mal, zu bestimmten Sachen nach IKEA fährt oder was weiß ich, nicht, dann hat man eben mit einer bestimmten, ich sage doch mal, das Beispiel ist keine Schleichwerbung, seltenste Knochenkrankheiten sind in Freiburg gut aufgehoben. Nicht? Das wissen wir und das ist jetzt, wissen wir auch seit 2011, hier ist unsere Koordinatorin, Baden-Württemberg hat an allen vier Standorten solche Zentren, wir haben entsprechende Datenbanken, wir wissen, wer in welchem Zentrum, wo werden sie geholfen. Und inzwischen gibt es auch noch nicht 33, wir haben 33 Universitätskliniker, aber weit über 20 und all dies spielt sich nur in den Universitätskliniker statt. Ab von denen, und Sie sehen hier Heidelberg natürlich seltene Tumorerkrankungen. Ich meine, das sind auch immer Individualschicksale. Ich könnte Ihnen jetzt Vorträge halten zu Literaturstellen von Menschen mit seltenen Erkrankungen. Da gibt es berühmte, nicht Literatur, aber Angelina Jolie ist vielleicht berühmt geworden. Das ist eine seltene Krebserkrankung. Nicht Brustkrebs ist nicht selten leider, aber diese Unterform, und die hat Implikationen, und die ist selten, die ist weniger als 1 auf 2000. Wenn man mit dieser Mutation in diesem Gen deswegen eine Brustkrebskrankheit kriegt, und es ist durchaus vorstellbar, dass irgendwann eine Therapie kommt in absehbarer Zeit, die genau diese Brustkrebsvariante therapiert und man braucht sich nicht die Brüste abzunehmen oder abnehmen zu lassen. Ja. Gut, das ist so das Grundkonzept unserer Zentren und Sie sehen hier 2012, dass da auch die Dynamik groß ist und das, daher auch die Notwendigkeit, das jetzt reinzubringen, weil das war früher gut in Südwestdeutschland, waren wir relativ gut schon aufgestellt. 2011 ist ja nun wirklich nicht lange her. Und Sie sehen hier doch ein erhebliches Gefälle oder das sind Einzelinitiativen. Aber allmählich füllt sich die Landschaft und die gesamten Universitätskliniker bieten erfreulicherweise das an. Wir haben Dachverband, wir tauschen uns aus und wir können dieses jetzt wirklich fristgerecht, wurde auch ein Aktionsplan von dem Bundesgesundheitsministerium federführend. Das waren alle dabei, auch die Krankenkassen, die zahlen müssen, dabei zu definieren, und man hat das abgestimmt, was brauchen diese 4 Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen alle? Na gut, der eine braucht einen Kinderarzt, der andere braucht einen Knochenarzt, aber alle brauchen einen Lotsen, wir brauchen Möglichkeiten für die Diagnostik, die oft teuer ist, wir brauchen Strukturen, eben nicht Einzelkenntnisse, wir brauchen Strukturen für Pharmastudien für einzelne dieser seltenen Erkrankungen, und da ist das Problem immer das Gleiche. Man kann keine Phase-3-Studie mit 100.000 Probanden machen, wenn es überhaupt nur 2.000 Menschen in Deutschland gibt, die diese Krankheit haben. Also, und das ist alles fertig geworden, 2013. Es sind 52 Maßnahmenvorschläge. Es ist sehr gut zusammengefasst. Verantwortlich ist genau festgelegt, wie wir die Zentren aufbauen, wie das alles integriert wird. Es ist eigentlich alles ganz super, aber das steht hier jetzt nicht. Das hätte ich reintun sollen. Was nicht da steht, ist, wie es finanziert ist. Also das ist jetzt nicht nur mein. Es ist einfach kein Wort dazu gesagt. Und natürlich, wenn der Mensch bei uns ist und wir wissen, welche Erkrankung hat und der ist jetzt in der Orthopädie und wird behandelt, dann ist das nicht teurer, als wenn einer keine seltene Erkrankung hat und den gleichen Bruch. Aber die ganze Infrastruktur davor und danach, die ist eben nicht finanziert und die ist in diesen Zentren drin. Wir sind also ein Typ-A-Zentrum, sagt das. Der Aktionsplan würden bisher nur Universitätskliniker.
Wir haben eben zurzeit 14 Unterzentren, Zentren, wo wir eine besondere Expertise haben, eine Struktur, die das besonders, und wo die Leute auch schon immer kamen, aber die jetzt noch vernetzt sind. Wir haben erstmalig eingebaut, und das ist dann eben von unserem Klinikum extra eingerichtet, eine Lotsenfunktion. Was wir bisher nicht haben, sind interdisziplinäre Fallkonferenzen. Sie haben, glaube ich, ja als Thema schon mal Krebs gehabt. Das ist auch in der Krebstherapie natürlich der Schlüssel zum Erfolg in vielen Fällen. Ist es auch hier, weil das komplexe Krankheiten sind, auch gerade schon in der Diagnosefindung brauchen wir verschiedene Experten zusammen. Diese Art der Fallkonferenz ist bisher nicht finanziert und findet leider auch bisher noch nicht statt. Wir haben auch Register aufgebaut, wir haben die Spezialdiagnostik, wir machen eben Weiterbildung, auch heute ist auch Weiterbildung. Forschung machen wir auch, aber es gibt gerade diese Fallkonferenzen sind teuer, weil die Menschen waren ja schon überall. Es ist also nicht so, dass ich die nur angucke und sage, du hast diese Krankheit. Das ist die große Ausnahme. Es passiert in seltensten Fällen, dass sagen wir in so einer orthopädischen Klinik einer sitzt und sagt, dein Sohn hat die gleiche Krankheit wie ich und nur keiner der Ärzte hat die schon gesehen. Aber das ist wie im Lottogewinn. Wir brauchen dafür diese Strukturen, so dass wir das eben durchführen auch schon. Aber jetzt habe ich es doch hier. Frage der Finanzierung. Wir haben eben diese Aspekte bei uns eigentlich schon im großen Stil vorangetrieben. Gerade was die Forschung, waren wir auch erfolgreich mit Drittmitteln. Dafür gibt es dann Geld, wenn man Erfolge hat. Die Lehre müsste man noch weiter ergänzen, oder wollen wir auch noch weiter ergänzen. Auch unser, muss man doch sagen, unser Wissenschaftsministerium hat uns da unterstützt, vorübergehend, aber eben als ein Pilotprojekt. Und hier kurz zur Erfahrung, Sie sehen das jetzt, das ist Heidelberger Zentrum, das sind die Anfragen von Menschen, die bei uns nachgefragt haben, beziehungsweise zu einem entsprechenden Betroffenen oder Verdacht auf Betroffenen, also oft die Patienten selber, aber auch Angehörige, Ärzte. Und hier die blauen kennzeichnen die, die wir hier gezielt und gut unterbringen und betreuen konnten. Gut, der Mehrwert hoffentlich ist, hoffe ich, durch meine Ausführungen klar geworden. Wir haben für die Betroffenen dann oft eben nach einer langen Odyssee, man sagt auch eine diagnostische Odyssee, eine Betreuung durch Experten. Wir vermeiden Krankheitskomplikationen, Spätfolgen. Im Idealfall können wir es sogar umdrehen, wie im Neugeborenen-Screening, wenn noch keine Manifestationen sind und wir eine wirklich gute Therapie haben. Wir haben die Forschungsgelder durch Vernetzung, können wir auch Forschungsprojekte jetzt vorantreiben, gerade im Sinne mit Patienten, dass man zum Beispiel Therapiestudien macht. Und eigentlich, und nicht nur eigentlich, in vielen Fällen, man kann das sofort nachweisen, wenn einer 10 Jahre lang zum Arzt rennt, kostet das Geld. Ja, also Zentrum seltener Erkrankungen ist Universität, Medizin par excellence, ist gut. Und ich hoffe, wir können uns doch über dieses sehr komplexe Feld, oder bin ich mir sicher, einfach auch in der Folge noch austauschen. Herzlichen Dank erstmal. Und wir haben jetzt zwei Krankheiten, die hier in Heidelberg, seltene Erkrankungen, die hier in Heidelberg über viele Jahre schon ganz besonders, auf die man sich konzentriert hat. Und Herr Privatdozent Dr. Schönland wird uns über die Amyloidose berichten. Er ist Facharzt für Hämatologie-Onkologie in der Abteilung von Professor Ho. Ist seit 1997 hier, kümmert sich im Grunde seit dieser Zeit um dieses Krankheitsbild, hat seinen Auslandsaufenthalt von 2000 bis 2002 an der Mayo Clinic in Rochester in den USA, wo er das Thema sozusagen erlernt hat. Und ich glaube, er ist wirklich deutschlandweit einer der Experten auf diesem Gebiet. Und wir freuen uns auf Ihre Darstellung. Herzlichen Dank, Professor Adler, für die sehr freundliche Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Patienten. Das Thema jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten sollen die systemischen Amyloidosen sein. Plakativer Titel, wenn Eiweißknäuel gefährlich werden. Ich versuche Ihnen dieses Thema etwas näher zu bringen. Amyloidosen sind Eiweißablagerungserkrankungen, die lokal und systemisch auftreten können, die familiär bedingt sein können, aber auch erworben. Je älter wir werden, desto größer ist das Risiko, dass wir an einer dieser vielen Erkrankungen leiden. Sie treten im Rahmen von Knochenmarkerkrankungen, chronischen Entzündungen oder eben auch familiär auf. Und alle Organe unseres Körpers können bei verschiedenen Amyloidosen betroffen sein. Die Ursachen für diese Amyloidosen sind nicht sehr gut verstanden. Überproduktion spielt eine wichtige Rolle von diesen Eiweißen im Körper, aber auch genetische Veränderungen dieser einzelnen Eiweiße.
Ich habe Ihnen hier mal so ein Diagramm aufgezeigt. Wir müssen uns ja vorstellen, dass Eiweiß im Prinzip die Bausteine unseres Lebens sind und die müssen in der Zelle produziert werden und sie werden dann aus einem fadenförmigen Molekül im Prinzip eine dreidimensionale Struktur ausbilden. Und das ist für die Zelle ein großer Aufwand, diese dreidimensionale Struktur auch wirklich gut darzustellen. Schafft sie das nicht, wird das Eiweiß im günstigen Falle auch gleich wieder abgebaut. Schafft sie es, dann ist die Form korrekt und damit auch die Funktionalität dieses Eiweißes gewährleistet. Schafft sie das aber nicht, bilden sich sogenannte Oligomere, lagern sich gewisse fibrilläre Strukturen schoneinander an, dann kann es eben zu solchen Amyloid-Ablagerungen kommen. Und hier ganz plakativ, typisch für die systemische Leichtkettenamyloidose, eben die vergrößerte Zunge. Hier hat sich eben Amyloid abgelagert. Man sieht, dass die Zunge zu groß ist, weil es hier eben diese Zahnabdrücke gibt. Also für die Zelle, für den menschlichen Organismus ist es ganz wichtig, die Form eines Eiweißes im Prinzip zu kontrollieren. Und wenn das schief geht, dann kann es eben zu diesen Amyloidosen kommen. Das ist auch sehr schön in einem sag ich mal, schönen Artikel und Interview in der Zeit 2009 gezeigt worden, mit einem schönen Titel, wie das Leben so faltet. Sogenannte Eiweißfaltungen in den menschlichen Körperzellen entscheidet über Krankheit, Alter und Tod. Und da wurde ein Interview mit einem, sag ich mal, sehr großartigen Alzheimer-Forscher dargestellt, der eben auch der Idee nachgeht, Krankheiten als Faltungsunfall zu betrachten. Und das gilt eben nicht nur für die Alzheimer-Erkrankung, die ja sehr häufig ist, sondern das gilt eben auch für die systemischen Amyloidosen, die ich Ihnen jetzt noch etwas, die Leichtkettenamyloidose jetzt noch darstellen will. Es ist eine seltene Erkrankung, 10 neue Patienten pro Jahr, pro Million Einwohner, das würde bedeuten 800 neue Patienten für Deutschland. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei ungefähr 65 Jahre und es sind mehr Männer als Frauen betroffen. Hauptsächlich leiden die Organfunktionen Niere und Herz bei dieser Erkrankung. Die Ursache dieser Erkrankung liegt aber nicht in Herz oder Niere, sondern die Ursache dieser Erkrankung liegt im Knochenmark. Denn da werden diese Leichtketten, also diese Vorstufen von dem Amyloid, produziert von sogenannten Plasmazellen, ein Teil unseres Immunsystems. Nur in 10% oder weniger liegt auch wirklich eine bösartige Erkrankung, das sogenannte Multiple Myelom, vor. Und entscheidend ist eben, dass diese Zellen Leichtketten produzieren, die über das Blut in die Organe verteilt werden und sich dann in den jeweiligen Organen eben ablagern können und da eben vor Ort auch diese Schäden setzen können. Ich möchte Ihnen jetzt eine Krankengeschichte erzählen von einer Patientin, die wir vor vielen Jahren behandelt haben. Die war damals nur 38 Jahre alt, also viel, viel jünger als das mittlere Erkrankungsalter. Und das waren ihre Symptome. Sie war wirklich schwer krank. Sie ist, wenn sie aufgestanden ist, häufig einfach umgefallen, ohnmächtig geworden. Der Blutdruck war sehr niedrig, Durchfall, Müdigkeit, Wasser in den Beinen hat eine große Rolle gespielt. Und bei der Laboruntersuchung fiel eben auf, dass sie ganz wenig Eiweiß in ihrem Blut hat, also gesundes Eiweiß in ihrem Blut hat. Und die Ursache dafür war, dass das Eiweiß über die Nieren und Urin verloren gegangen war. Das nennt der Nephrologe dann nephrotisches Syndrom. Und die Nephrologen haben hier dann auch, also als die Patientin bei Ihnen war, auch sehr schnell geschalten und auch eine Nierenpunktion gemacht. Und der Pathologe konnte dann auch wirklich sofort sagen, dass es sich hier um eine Lambda-Leichtkettenamyloidose handelt. Und so sah das Bild aus bei dieser Patientin. Das ist also ein Schnitt durch eine Biopsie durch eine Nieren. Das ist der Filter in der Niere. Und hier dieses rote Material, hier dieses apfelgrüne Material, das ist das eigentliche Amyloid. Und das stört die Filterfunktion in diesen Nieren. Und wenn die Filterfunktion gestört ist, dann kann eben gesundes Eiweiß über den Urin austreten und danach dem Blut nicht mehr zur Verfügung stehen. Und der Pathologe konnte eben auch sicherstellen, dass es sich wirklich um eine Leichtkettenamyloidose hier in diesem Schnitt handelt. Die Patientin wurde dann zu uns geschickt und wir haben sie hämatologisch untersucht. Ich arbeite ja in der Klinik für Hämatologie und Onkologie. Und wir sind eben der Ursache dieser Erkrankung nachgegangen und haben das Knochenmark untersucht. Und das Knochenmark sieht von diesen Patienten nicht besonders krank aus, aber einige dieser Plasmazellen sind hier eben doch vertreten und ist etwas zu viel. Und diese Plasmazellen, hier schematisch gezeigt, produzieren eben Antikörper, die uns ja vor Infekten schützen sollen. Und manchmal produzieren sie eben auch nur Teile von Antikörpern. Und das ist die sogenannte Lambda-Leichtkette, die bei ihr dann auch im Blut etwas erhöht war. Wir haben Blut dann auch zum Ausschluss von familiären Ursachen in unser Humanistisches Institut geschickt und dabei war dann klar, dass es also keine familiäre Amyloidose ist, die Leichtkettenamyloidosen sind erworbene Erkrankungen. Im nächsten Schritt mussten wir feststellen, welche Organe jetzt wirklich außerhalb der Niere noch betroffen waren. Und das haben wir im Zusammenhang mit weiteren Instituten in unserer medizinischen Klinik getan. Klar war, dass eine Nierenbeteiligung vorliegt und ganz typisch hier eben diese Wassereinlagerung in den Beinen.
Wir haben sie unseren Kardiologen vorgestellt und die haben einen Ultraschall des Herzens gemacht. Und hier oben sehen Sie eben einen Schnitt durch das Herz mit Ultraschall eines Normalbefundes. Das hier ist die Herzscheidewand zwischen den beiden Ventrikeln und die ist eben bei dieser Patientin hier massiv verdickt gewesen. Also Herzbefall lag auch vor. Und das haben wir bei der Patientin jetzt nicht gemacht, aber das können wir heutzutage machen, weil es neue MRT-Verfahren gibt, wo wir wirklich einzelne Nerven im Oberschenkel darstellen können. Und das ist ein Schnitt durch den Oberschenkel mit dem Ischiasnerv. Und hier sehen Sie sozusagen das gesunde Signal und das ist das Signal eines Amyloidose-Patienten, wenn die Nerven befallen sind. Also das will zeigen, wir brauchen viele verschiedene Spezialitäten, um nachher wirklich dem einzelnen Patienten sagen zu können, welche Organsysteme bei ihm wirklich betroffen sind. Wie ging es nun dann weiter? Also ich sagte schon, es ist 10 Jahre her. Das war kein Frühstadium dieser Erkrankung und deswegen kam es dann auch rasch zur Dialysepflichtigkeit bei dieser Patientin. Wir konnten sie dann aber mit Chemotherapie und einer autologen Blutstammzelltransplantation behandeln und das hat eben dazu geführt, dass die Knochenmarkerkrankung verschwand und damit auch der Nachschub von diesen Laichketten verschwand. Die körperliche Belastbarkeit besserte sich und sie war dann auch wieder so gesund, dass sie eine Nierentransplantation, eine Lebensspende bekommen konnte 2007 und sie war jetzt auch wieder in diesem Jahr hier bei uns zur Nachsorge und sie ist weiterhin krankheitsfrei und die Niere funktioniert und es gibt keinen Hinweis auf Rückfall dieser Amyloidose. Möchte ich im Prinzip schon zusammenfassen, was jetzt, wenn es um die Laichkettenamyloidosen geht. Das sind eben seltene und lebensbedrohliche Eiweißablagerungserkrankungen. Die anfänglichen Symptome sind vielgestaltig, wie auch bei dieser Patientin. Sie sind unspezifisch und es ist sehr schwierig für den Kliniker, an die Amyloidose in diesem Fall zu denken. Aber die frühzeitige Diagnose, wie Professor Hoffmann es auch natürlich schon für viele andere Erkrankungen auch gesagt hat, ist wichtig, um die schweren Organschädigungen wirklich vorzubeugen. Die Therapie richtet sich im Augenblick gegen die Produktion dieser Laichketten, dieser Eiweißknäuel. Und wenn man es wirklich schafft, die zu entfernen, dann kann auch die Produktion, da kann es auch zur Funktionsverbesserung der bisher geschädigten Organe kommen. Und dann komme ich jetzt wieder zurück auf die Zentrumsbildung. Aufgrund der umfangreichen Diagnostik und der Komplexität auch der Therapie ist die interdisziplinäre Versorgung in einem spezialisierten Zentrum für solche Erkrankungen natürlich sehr sinnvoll. Dieses Zentrum wurde vor 6 Jahren gegründet, wurde sogar in diesem Hörsaal hier verkündet, dass dieses Zentrum begründet wurde, ich glaube 6. Oktober 2008. Und Sie sehen hier jetzt die Anzahl der Neuvorstellungen in den letzten 10 Jahren und Sie sehen hier, dass wir mittlerweile über 300 neue Patienten in Heidelberg pro Jahr in diesem Zentrum versorgen und sehen. Insgesamt sind es jetzt über 2000 und Sie sehen hier, dass ungefähr 2/3 dieser Patienten wirklich eine Laichkettenamyloidose haben, also das ist die häufigste Form der systemischen Amyloidose in Deutschland. Und das hier ist nur ein kleines Bild von Deutschland, wo Sie sehen, im letzten Jahr, wo die Patienten überall zu uns nach Heidelberg gekommen sind. Das soll zeigen, wie viele Menschen, Ärzte, Pflegekräfte man braucht, um solche Patienten interdisziplinär zu versorgen. Und das ist nur ein Ausschnitt von den Kollegen und Kolleginnen, die sich am Zentrum hier beteiligen. Andere Länder haben schon, sage ich mal, vor längerer Zeit gezeigt, wie wichtig es ist, solche Zentren zu bilden. Und das sind jetzt Zahlen über Lebensdaten von Laichkettenpatienten aus England, wo es seit vielen Jahren schon ein nationales Amyloidosezentrum gibt, in London ansässig. Und hier sehen Sie, dass das Überleben dieser Patienten nach 4 Jahren sich von den 2000er Jahren bis 2012 fast verdoppelt hat. Ja? Also es macht schon Sinn, diese Expertise an den Zentren zu bündeln. Ich denke, das zeigt es hier ganz eindrücklich. Darüber hinaus ist es nicht nur wichtig, Krankenversorgung zu betreiben, sondern natürlich auch den Ursachen, die wir ja im Einzelfall auch nicht besonders gut verstehen, nachzugehen. Und dafür haben wir einen Forschungsverbund in Deutschland gegründet, der sich GERAMI nennt, der sich zum Ziel gemacht hat, wirklich die Ursache dieser Erkrankung näher zu beleuchten. Und dazu haben wir im Prinzip 3 Ansätze. Wir wollen die genetischen Veränderungen in den Knochenmarkzellen besser verstehen. Wir wollen die Struktur des Amyloids besser verstehen. Hier, das ist so eine sogenannte Fibrille, eine Amyloidfibrille in der Elektronenmikroskopie. Und wir wollen natürlich neue Medikamente entwickeln, die nicht nur jetzt gegen die Produktion sich richten, sondern sich auch gegen das abgelagerte Amyloid richten können, um diese Patienten von Anfang an besser helfen zu können. Und ich glaube, das war jetzt mein Landstier. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ja. Vielen Dank für diese eindrucksvolle Darstellung. Wir kommen zum nächsten Krankheitsbild. Und Sie sehen, wie interdisziplinär das ist. Also wir hatten jetzt schon einen
Kinderarzt hier, wir hatten jetzt einen Hämato-Onkologen und als nächstes kommt jetzt ein Kardiologe, Professor Dr. Dirk Thomas. Er ist Kardiologe und da in der Kardiologie hat er nochmal ein spezielles Gebiet. Sie erinnern sich alle noch, wie Herr Kartus uns einen spannenden Vortrag gehalten hat, was er alles sozusagen heute mit seinen Kathetern und Drähten und Stents in den Herzkranzgefäßen macht. Aber in der Kardiologie gibt es noch was ganz anderes, das ist nämlich die Elektrophysiologie. Wie schlägt denn unser Herz? Wann kommt es denn aus dem Takt? Und er hat schon ganz früh sich dafür interessiert, schon in seiner Doktorarbeit hat er den Kaliumtransport, also wie Kalium sozusagen der Herzmuskelzelle transportiert wird. Das war schon Thema seiner Doktorarbeit und von daher sozusagen hat er sich schon ganz früh für diese Elektrophysiologie interessiert. Und dazu wird er uns heute berichten. Er hat seine Auslandsausbildung in Chicago erhalten, 2004 bis 2007 und bis 2010 ist er Oberarzt hier bei uns in der Abteilung von Herrn Kartus in der Kardiologie. Sehr geehrter Herr Professor Adler, vielen Dank für die freundlichen einleitenden Worte und sehr geehrter Herr Professor Hoffmann, vielen Dank für die Einladung zu dieser wirklich sehr schönen und extrem gut besuchten Veranstaltung hier heute Abend. Ich freue mich wirklich, dass ich hier das Gebiet vorstellen darf, mit dem ich mich schon seit vielen, vielen Jahren befasse. Ich könnte sagen, das ist meine Herzensangelegenheit, wenn Sie so wollen, die Herzrhythmusstörungen. Bevor wir uns über Störungen des Herzrhythmus unterhalten, ist aber erstmal wichtig, dass wir uns vor Augen halten, was eigentlich der normale Herzrhythmus ist. Und normalerweise ist das so, dass das Herz etwa 60 bis 90 Mal pro Minute schlägt. Und das Bemerkenswerte an der ganzen Sache ist, dass sich das weitgehend im Hintergrund abspielt. Manchmal wird das Herz auch etwas langsamer. Nachts zum Beispiel haben wir etwa 45 bis 55 Schläge pro Minute. Jetzt haben wir eine Veranstaltung Medizin am Abend. Möglicherweise geht der Herzschlag schon langsam von diesen 90 eher so Richtung 50, 45 runter. Insgesamt in der Summe zumindest haben wir fast 100.000 Herzschläge pro Tag. Und da ist es natürlich überhaupt nicht überraschend, dass es auch gelegentlich mal aus dem Takt gerät. Und welche Konsequenzen das haben kann, das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber nochmal zurück zu diesem Herzschlag im Hintergrund. Wenn Sie jetzt sich fragen, bin ich jetzt eigentlich eher bei 90 oder vielleicht bei 180 Schlägen oder doch nur bei 50, dann kann man das sehr leicht selbst überprüfen, indem man erstmal bei sich selbst den Puls nimmt. Wie das funktioniert, ist hier dargestellt. Man sucht mit Zeige und Mittelfinger an der Innenseite des Unterarms nach der Unterarmarterie auf der Daumenseite. Und die werden Sie sicherlich sehr leicht finden. Das Pulsieren hier an der Arminnenseite, das ist der Puls. Und wenn Sie dabei auf die Uhr schauen und für insgesamt 30 Sekunden lang zählen, wie oft es schlägt, und das dann noch verdoppeln, um also auf Herzschläge pro Minute zu kommen, dann haben Sie Ihren Puls. Und vielleicht können Sie ja die restliche Zeit nutzen, um mal zu schauen, wie es sich damit verhält. Aber seien Sie nicht zu abgelenkt. Wie gesagt, 30 Sekunden reichen aus. Wie entsteht denn jetzt der normale Herzrhythmus? Das möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Das hier ist eine schematische Darstellung des Herzens. Sie haben hier die beiden Kammern. Auf der von Ihnen aus linken Seite ist die rechte Kammer, hier die linke Kammer und hier der rechte Vorhof und der linke Vorhof. Die Herzerregung hat ihren Ursprung im sogenannten Sinusknoten, hier oben am Dach des rechten Vorhofes. Da ist der natürliche Impulsgeber des Herzens. Das ist eine Ansammlung von Herzmuskelzellen, von den kleinen Einheiten, die Organe bilden. Und diese Herzmuskelzellen da oben, die sind so speziell ausgestattet, dass sie immer in regelmäßigen Abständen spontane Impulse generieren, die dann das Herz zum Kontrahieren anregen. Und die werden weitergeleitet über das Herz, über die Vorhöfe, dann ist hier so eine Struktur, die nennt sich AV-Knoten, so eine Überleitungsstruktur zwischen Vorkammern und Kammern. Und dann gibt es in den Herzkammern Erregungsautobahnen, die heißen Tavara-Schenkel, Purkinje-Fasern, damit möglichst schnell die Erregung das ganze Herz erfasst und damit sich das Herz möglichst gleichmäßig zusammenziehen kann. Die Herren Purkinje und Tavara, die werden wir später im Vortrag auch nochmal ganz kurz wiedersehen, in einem etwas anderen Kontext. Und als letztes Dia dieser Einführung möchte ich Ihnen noch die Herzstromkurve zeigen, das Elektrokardiogramm, das EKG. Das ist wichtig, weil ich habe Ihnen eine Reihe von EKG-Beispielen mitgebracht und ich möchte einfach, dass Sie das auch ein bisschen mit mir zusammen mit erkennen können, was da vielleicht krankhaft ist oder nicht. Diese P-Welle
zeigt uns die Vorhoferregung an. Hier beginnt praktisch der Zyklus der Herzerregung. Das wird gefolgt von dem sogenannten QRS-Komplex. Der besteht aus mehreren Ausschlägen. In der Gesamtheit zeigt er letztendlich die Erregung der Herzkammer an. Und dann kommt schließlich noch die T-Welle, die zeigt uns die Erschlaffung der Herzkammer an, also die Erregungsrückbildung des Kammermyokards, des Kammerherzgewebes. So, genug der Einführung. Ich möchte Sie jetzt für den Rest des Vortrags mitnehmen auf eine, ja, wenn Sie so wollen, Exkursion in die Kardiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Und ich hoffe, dass das spannend ist. Es ist zumindest ein sehr interessanter Fall, wie auch wir ihn nicht alle Tage sehen. Natürlich nicht, denn es ist ja auch eine seltene Erkrankung, die ich Ihnen vorstelle. Aber es zeigt trotzdem aus meiner persönlichen Sicht, aus Sicht des Kardiologen, wie wichtig auch dieses Zentrum für seltene Herzerkrankungen für unsere Patienten ist. Zufällig, und da verspreche ich Ihnen, wir haben uns nicht abgesprochen, ist meine Patientin auch eine Dame und auch 38 Jahre alt. Es ist einfach so, aber ich glaube, nicht alle seltenen Erkrankungspatienten sind 38. Sonst relativ normal konfiguriert, nur was der Patientin passiert ist, ist nicht normal. Die Patientin hat ihre Nachbarin besucht, ist da plötzlich bewusstlos zusammengebrochen und war auch nicht wieder erweckbar. Die Nachbarin hat also den Notarzt gerufen und der Notarzt hat sofort festgestellt, dass hier praktisch ein plötzlicher Herztod vorliegt. Es lag Kammerflimmern vor, eine bösartige Herzrhythmusstörung. Hier sehen Sie, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Erregungsablauf zu tun, den ich Ihnen gerade vorhin gezeigt habe, sondern das ist völlig unkoordiniert und viel, viel zu schnell. Hierbei kann das Herz nicht mehr vernünftig schlagen. Das Hirn wird nicht mehr mit Blut versorgt, andere Organe natürlich auch nicht mehr. Man wird bewusstlos und wenn das länger bestehen bleibt, stirbt man. Zum Glück ist der Notarzt hier rechtzeitig gekommen. Sie sehen an diesem Schlag hier in der Mitte, da hat der Notarzt von außen den Defibrillator angesetzt, das Kammerflimmern beendet und damit diese bösartige Rhythmusstörung zum Stehen gebracht, sodass hier hinten sich dann wieder der normale Herzrhythmus nur schemenhaft erkennbar, das ist ein Notarzt-EKG wirklich von der Straße, aber der normale Herzrhythmus wieder eingestellt hat. An Vorerkrankungen war gar nicht viel bekannt. Es ist ja eine junge Frau. Sie war allerdings schon einmal im Vorjahr bewusstlos geworden. Das gewinnt jetzt natürlich zusätzlich an Brisanz, hat ansonsten ein Asthma, eine Migräne und sie berichtete auch, dass bei der Mutter eine Herzschwäche vorgelegen habe. Dieser Fall, wie ich ihn hier präsentiere, ist original so, wie er sich zugetragen hat. Das bedeutet, dass die EKG-Beispiele vielleicht manchmal nicht Top-Qualität haben, weil sie eben auch im Notfallbetrieb aufgezeichnet wurden. Weil dieses Ereignis des plötzlichen und dann zum Glück ja überlebten plötzlichen Herztodes sich nicht direkt in Heidelberg zugetragen hat, sondern auswärts, ist diese Patientin vom Notarzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht worden. Die ersten Befunde sind also aus einem externen Krankenhaus und Sie sehen jetzt hier das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, schematisch, meine einem Original-EKG. Diese Abfolge aus P-Welle, QRS-Komplex und T-Welle, die wiederholt sich hier regelhaft. Hier liegt also der ganz normale Herzrhythmus, der sogenannte Sinusrhythmus vor. Und auch sonst, da werden mir wahrscheinlich die meisten zustimmen, auch der Experten, zeigt dieses EKG keine wesentlichen Auffälligkeiten, zumindest nicht jetzt. Es wurde sofort Labor abgenommen, natürlich. Die häufigste Ursache für eine solche bösartige Herzrhythmusstörung ist der akute Herzinfarkt. Man nimmt also Laborwerte ab, bei denen man schaut, ob ein akuter Infarkt vorliegt, aber dafür gab es keinen klaren Hinweis hier. Es gab auch keinen klaren Hinweis für eine Infektionskrankheit, die vielleicht dieses bösartige Rhythmusereignis getriggert haben könnte. Eine leichte Herzschädigung zeichnete sich aber ab in diesen Laborwerten. Und weil die häufigste Ursache ein Herzinfarkt ist, wurde auch sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Diese zeigte allerdings bei der jungen Dame, dass die Herzkranzgefäße völlig unauffällig sind und das Blut ganz normal durchleiten. Es fiel allerdings hier unten dieser Befund auf, die Herzfunktion war deutlich eingeschränkt. Das könnte im Kontext dieser Familiengeschichte mit der Mutter, die ja offenbar eine Herzschwäche hatte, stehen, könnte etwas Familiäres sein. Es könnte aber auch rein bedingt sein durch dieses Akutereignis, durch das schwere Ereignis mit der Wiederbelebung, die der Notarzt durchführen musste. Das war bei uns zunächst die Arbeitshypothese. Auf der anderen Seite haben wir weiter EKGs bekommen.
hier auch noch aus dem zuweisenden Haus. Sie sehen wieder Abfolge P, QRS, T in den verschiedenen Ableitungen. Die sind alle zeitgleich aufgezeichnet, um von verschiedenen Seiten die Herzaktion beleuchten zu können, elektrisch. Dieses hier fällt Ihnen bestimmt auf. Das ist allerdings nichts Relevantes. Das ist ein Artefakt. Hier hat sich die Patientin bei der Aufzeichnung kurz bewegt. Das können wir nicht zur Diagnose heranziehen. Auch hier werden die Ersten vielleicht aufmerksam werden, aber augenscheinlich ist hier auch alles noch möglicherweise durch die Wiederbelebung erklärt. Also, wir haben eine zunächst unklare Herzmuskelerkrankung mit einer aktuell deutlich eingeschränkten Herzfunktion und keiner wesentlichen elektrischen Auffälligkeit. Es ging so weiter. Und hier sehen Sie jetzt Unregelmäßigkeiten. Wir fangen langsam an. Eine einzige Unregelmäßigkeit. Und zwar diese hier, die hier insgesamt 12 verschiedenen Ableitungen zeitgleich aufgezeichnet wurde. Im Vergleich zu diesen normalen Abfolgen, P, Q, S, T, sehen Sie hier so einen viel plumper wirkenden Schlag, der nicht dieser normalen Abfolge folgt. Und das ist ein Extraschlag, eine sogenannte Extrasystole oder ein Stolperschlag. In diesem Falle ist das einer, der aus der Kammer kommt. Für sich alleine nichts Besonderes, außer es passiert so etwas. Hier sehen Sie wieder einen Stolperschlag, wie den gerade von vorhin, nur der bleibt nicht für sich, sondern der löst hier eine Rhythmusstörung aus, die zum Glück wieder aufhört. Aber Sie sehen schon, wenn Sie sich das einfach angucken, rein vom Gefühl her, das ist keine gutartige Rhythmusstörung. Wenn diese Rhythmusstörung bestehen bleiben würde, könnte das wieder genau zu dem gleichen Ereignis führen, wie das, mit dem die Patientin ja initial zu uns gekommen ist. Wie ist es nun weitergegangen? In dem Auswärtigen Haus zunächst. Das möchte ich kurz zusammenfassen. Es ist nicht dabei geblieben, dass die Rhythmusstörungen selber wieder aufgehört haben, sondern die gingen tatsächlich weiter. Diese Patientin hat mehrfach noch Kammerflimmern bekommen, musste wieder von außen defibrilliert werden, wie ich Ihnen das vorhin in dem Beispiel gezeigt habe. Man hat dann eine Reihe von rhythmusstabilisierenden Medikamenten ausprobiert. Wenigen von Ihnen, die sich mit Rhythmusstörungen auskennen, die damit schon zu tun hatten, werden vielleicht den Beta-Blocker gut kennen, aber auch so speziellere Rhythmusmedikamente wie das Amiodaron oder Cordarex. Wir haben die Blutsalze stabilisiert, um den Rhythmus möglichst stabil zu halten, und die Beatmung im künstlichen Koma ist fortgesetzt worden. Denn diese immer wiederkehrenden, bösartigen Rhythmusstörungen mit der Notwendigkeit der Defibrillation, die sind natürlich nicht zu ertragen für den wachen Patienten, sondern da muss man dann so ein künstliches Koma einsetzen. Und es ist noch ein Defibrillator eingesetzt worden. Man hat ja bisher dann immer von außen defibrilliert, aber es gibt auch ein Gerät, was in der Lage ist, das von innen zu übernehmen, und zwar der implantierbare Defibrillator. Hier das Original-Röntgenbild. Und hier möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, wie das funktioniert schematisch. Sie sehen hier dieses Gerät, diesen Defi oder Defibrillator. Der wird über Kabel, die durch die Venen ins Herz geführt werden, mit dem Herzmuskel verbunden. Und der Herzmuskel, der sendet ja die elektrischen Signale aus, die dann hier an diesem Ende der Antenne praktisch abgegriffen werden können. Das Gerät verfügt über Elektronik, über Batterien und analysiert diese Signale. Und wenn nun der Herzschlag viel zu schnell wird, wie beim Kammerflimmern, dann erkennt er das und dann gibt er auch so einen Schock ab, und zwar zwischen hier, dem Gehäuse und der Elektrodenspitze, wie der Notarzt von außen, also praktisch ein eingebauter Notarzt. Und das wurde dieser Patientin eingepflanzt, um zukünftige Ereignisse, falls so etwas nochmal bei der Nachbarin passieren sollte, zu behandeln. Und dass das gebraucht wird, sehen Sie schon relativ bald. Das ist also praktisch unmittelbar nach dem Einpflanzen dieses Defibrillators. Sie sehen hier den regelmäßigen Herzrhythmus, aber dann kommt das Bild, was Sie schon kennen. Es kommt einer von diesen Extraschlägen und dann gibt es diese unkoordinierte, schnelle Herzrhythmusstörung. Und hier kommt jetzt nicht der Notarzt von außen, sondern der Defibrillator gibt einen Schlag ab, einen Stromstoß ab, und rettet praktisch in dieser Situation die Patientin vor dem erneuten plötzlichen Herztod. Hinterher haben sie wieder einen normalen Rhythmus. Ich möchte noch auf ein Detail hinweisen. Ich möchte Sie wirklich nicht mit medizinischen Fachbegriffen ärgern, aber diesen einen, den muss ich Ihnen unbedingt noch nennen. Dieses Tanzen um verschiedene Punkte, dieses sich Drehen der Vektoren oder der Ausbreitungsrichtung der Rhythmusstörung. Das erinnerte diejenigen, die das aus Frankreich erst beschrieben haben, an ein französisches Gebäck, was auch gedreht ist. Und nach diesem Gebäck wurde diese Rhythmusstörung
torsade de pointe Rhythmusstörung genannt. Und das ist ein ganz charakteristischer Begriff für eine bestimmte Unterform von Herzrhythmusstörung. Und die müssen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die Patientin wurde, weil die Rhythmusstörungen eben nicht zu kontrollieren waren, auch nicht mit dem eingepflanzten Defibrillator, schließlich in das Uniklinikum Heidelberg verlegt. Und das schon einen Tag nach Implantation, weil bis dahin nochmal 37 weitere Rhythmusstörungen aufgetreten waren, die jeweils eine Schockabgabe erforderten. Das ist schon sehr dramatisch und das ist eine sehr kritische Situation für diese Patientin gewesen. Ich glaube, der Untertitel dieser Veranstaltung war ja von Arzt zu Arzt und keine Diagnose. Das möchte ich in diesem Falle abändern, also von Arzt zu Arzt oder zumindest hier zu uns und dann die Diagnosestellung. Das hat uns geholfen, die Therapie zu optimieren. Hier sehen Sie eine Originalgrafik, eine Tabelle aus einer Originalveröffentlichung zu diesem Krankheitsbild und die Details sind gar nicht wichtig zu lesen. Es zeigt schon die Komplexität dieser seltenen Erkrankung. Sie müssen ganze Tabellen durchgehen, um überhaupt darauf zu kommen, liegt bei Ihrer Patientin diese seltene Erkrankung, diese seltene Rhythmusstörung vor oder ist das nicht der Fall? In dem Fall war es so, es hat diese torsade de pointe Tachykardie gegeben, es hat einen plötzlichen Bewusstseinsverlust gegeben und ich möchte Ihnen noch einen Hinweis geben, es gibt eine charakteristische EKG-Veränderung, die bis dahin rein der Wiederbelebung zugesprochen wurde. Und zwar sind hier oben Werte angegeben, unter anderem von der sogenannten QT-Zeit. Das ist die Zeit, die von der Q-Zacke bis zum Ende der T-Welle gemessen wird. Die wird dann noch nachgerechnet und korrigiert. Und diese Zeit ist hier mit 506 Millisekunden ausgerechnet worden. Das ist viel zu lang. Und weil das Charakteristikum dieser Erkrankung, über die ich hier spreche, die Verlängerung der QT-Zeit ist, heißt die Erkrankung langes QT-Syndrom oder englisch Long QT-Syndrom. Die Häufigkeit ist 1 zu 2000 bis 1 zu 2500, also gerade noch selten. Und die Beschwerden sind Herzrasen, Schwindel, Bewusstlosigkeit und plötzlicher Herztod. Die Ursache dieser Erkrankung ist in vielen Fällen auch schon aufgeklärt. Es besteht ein elektrischer Defekt der Herzmuskelzellen, also dieser kleinen Untereinheiten, die das Herz bilden. Und zwar gibt es auf diesen Herzmuskelzellen Eiweiße, die elektrische Ströme leiten. Ionenkanäle nennen wir die. Und diese kleinen Eiweißkanäle, die sind defekt beim Long-QT-Syndrom. Es gibt da unterschiedliche Defekte, die auch unterschiedliche Auswirkungen dann auf die Krankheitsmanifestation haben. Aber insgesamt ist das das Problem beim Long-QT-Syndrom. Was bringt das jetzt? Was bringt es der Patientin, dass wir die Diagnose stellen konnten am Uniklinikum? Wir haben zunächst die medikamentöse Therapie anpassen können. Wir wissen, beim Long-QT-Syndrom sind manche Medikamente günstig, manche aber auch ungünstig, die man sonst gerne einsetzt. Wir haben also hier die Medikamente umgestellt. Wir haben weiterhin die Blutsalze gut eingestellt und haben außerdem noch eine Einstellung dieses Defibrillators vorgenommen, die das Auftreten der Rhythmusstörung zumindest temporär weiter unterdrücken soll. Aber es ist weiter dazu gekommen. Schauen Sie, das war jetzt ein EKG von uns. Wir mussten weiter diese Rhythmusstörung auf den Überwachungsmonitoren sehen und Sie sehen hier wieder so einen Extraschlag. Und das ist etwas, was wir uns dann wirklich mal genauer angeschaut haben, denn das ist doch bemerkenswert. Immer geht diesen bösartigen Rhythmusstörungen so ein eigentlich vermeintlich harmloser Stolperschlag voraus. Und wir haben verschiedene EKGs gesammelt und verglichen von dieser Patientin. Und hier sehen Sie, die Frage ist, schauen Sie sich am besten immer die gleichen Ableitungen an, vielleicht sogar die Ableitung 1. Wenn Sie diese Stolperschläge in verschiedenen hier oder hier oder hier EKG-Beispielen sich anschauen, die sind schon ungefähr gleich, die sehen ungefähr ähnlich aus. Natürlich ist die Qualität unterschiedlich, manchmal sind sie etwas breiter oder enger zusammengeschoben, je nach Geschwindigkeit des Laufs der EKG, des EKG-Papiers, aber im Grunde sahen die alle gleich aus und es waren viele. 800 Stück schon allein in 10 Stunden haben wir gezählt im Langzeit-EKG, in der Langzeit-EKG-Aufzeichnung dieser Patientin. Und das war letztendlich der Schlüssel zum dauerhaften Therapieerfolg bei dieser Patientin. Denn wann immer man Extraschläge hat im Herzen, die alle gleich aussehen, dann müssen die alle aus dem gleichen Gebiet des Herzens kommen. Sonst würden sie auf dem EKG verschieden aussehen. Und weil die hier alle gleich aussahen, haben wir einen Ansatz gewählt, diese zu eliminieren. Und was ich Ihnen hier zeige,
ist praktisch das Modernste, was in der Behandlung der Herzrhythmusstörung dieser Tage möglich ist. Wir sind mit Kathetern in das Herz reingegangen bei dieser Patientin, und zwar nicht mit dem normalen Katheter, den Sie kennen, zur Darstellung der Herzkranzgefäße, sondern mit elektrischen Messkathetern. Die werden über die Leiste unter Röntgensicht hochgeführt in diesem Katheterlabor, was Sie hier unten sehen. Sie sehen da auch eine Menge Kabel, viel mehr Kabel als bei der normalen Katheteruntersuchung. Es ist ja auch eine elektrophysiologische Untersuchung auf Herzrhythmusstörungen. Deswegen braucht man die. Und diese Katheter ermöglichen es, wenn man dazu ein spezielles dreidimensionales Darstellungssystem einsetzt. Das ist wirklich Hightech-Medizin. Wenn Sie das einsetzen, wenn Sie das an der Hand haben, sind Sie in der Lage, diese Extraschläge zu messen, indem Sie den Katheter an verschiedene Stellen im Herz bewegen. Und Sie können dadurch nicht nur eine anatomische Rekonstruktion des Herzens bekommen. In diesem Falle ist das hier die linke Herzkammer dieser Patientin, die ich Ihnen vorstelle. Sondern Sie können auch die Frühzeitigkeit der Erregungsausbreitung rückrechnen lassen und sogar farblich kodieren lassen. Rot ist früh. Und wenn ich Ihnen jetzt den Katheter in die Hand geben würde, dann wüssten Sie genau, wo Sie die Rhythmusstörung eliminieren müssten. Nämlich genau an diesem roten Punkt hier. Hier hat die ihren Ursprung gehabt. Und Sie sehen hier, das Röntgenbild ist zugegebenermaßen sehr voll, weil da der eingepflanzte Defibrillator drauf ist und neben unserem Verödungskatheter auch noch einige Messkatheter im Herzen sind. Aber dieser Katheter, das ist der Verödungskatheter, der kann an der Spitze heiß werden. Und wenn Sie dann diesen Punkt genau treffen und eliminieren, dann können Sie Ihre Rhythmusstörung komplett loswerden. Mir wird signalisiert, dass es dass wir kurz vor dem Umtrunk und Snack stehen. Deswegen will ich Sie nicht länger mit Dingen langweilen, die vielleicht sehr speziell sind. Aber ich möchte Ihnen das trotzdem illustrieren, dass dieses Vorgehen das war, mit dem wir in der Lage waren, die Rhythmusstörungen zu beseitigen. In den Langzeit-EKG-Kontrollen waren die weg. Wir haben nur noch andere Rhythmusstörungen finden können, einzelne Extraschläge, die nicht mehr verantwortlich waren für diese anhaltenden Herzrhythmusstörungen. Und auch 6 Monate nach dem Eingriff waren keine Rhythmusstörungen mehr zu verzeichnen bei dieser Patientin. Wir sind im Moment dabei, die genetischen Ursachen aufzuklären. Das muss ich Ihnen unbedingt noch dazu sagen, denn es ist ja nicht damit geschehen, dass die Patientin behandelt ist, sondern wir nehmen auch Blut ab, analysieren den genetischen Defekt, schauen uns den Stammbaum an und schauen uns dann auch funktionelle Defekte an auf zellulärer Ebene, die uns ermöglichen, nicht nur die Patienten zu beraten oder spezifische, genspezifische Therapien einzusetzen, sondern wir wollen auch wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn haben. Das ist meine letzte Folie. Ich möchte also zusammenfassen aus Sicht des Kardiologen, was das Zentrum für seltene Erkrankungen bringt. Wir haben an diesem Fall gesehen, dass eine interdisziplinäre klinische Expertise aus verschiedenen Fachbereichen zusammen mit einer modernen technischen Ausstattung, in dem Fall dieses Katheterablationslabor und Wissenschaft, mit der die Fälle aufgearbeitet werden, in der Lage ist, einen Mehrwert zu generieren, der konkrete Auswirkungen schon für diese Patientin hatte, in dem Sinne, dass eine erfolgreiche Erkrankung von seltenen Erkrankungen, dadurch eine erfolgreiche Behandlung von seltenen Erkrankungen, hier am Beispiel des Long-QT-Syndroms, dadurch möglich wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.